Kaputt. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Bürgermeister, Sie haben hier heute versucht, Hamburg in seinen schillersten Farben zu malen, allerdings in einer doch eher nüchternen Darstellungsform. Das aber täuscht nicht darüber hinweg, welche zwei tristen Farben die nächsten Jahre Hamburg prägen werden. Das ergraute Rot der SPD-Parteibuchbürokratie und das Giftgrün überschießender Ökologie. So kündigt es jedenfalls Ihr rot-grüner Koalitionsvertrag an. Diese rot-grüne Koalition lässt jede Weitsicht und jede Vision für Hamburg vermissen. Immerhin die zweitgrößte Stadt in der viertgrößten Industrienation der Welt. Dafür präsentieren Sie Luftbuchungen und inhaltsleere Worthülsen. Diese rot-grüne Koalition ignoriert Hamburgs Milliardenschulden. Die Risiken im Haushalt, der voll auf Kante genäht ist, sind weiter immens. Stattdessen wollen Sie 100 Millionen zusätzlich ausgeben, ohne an anderer Stelle einzusparen, wohlgemerkt, das ist Wahnsinn. Diese rot-grüne Koalition lässt völlig offen, was mit den zusätzlichen Millionen für Wissenschaft und Forschung, für Umwelt und Stadtentwicklung passieren soll. Klare Konzepte, Fehlanzeige. Diese rot-grüne Koalition lässt sich auf eine ökoideologische Wirtschafts- und Verkehrspolitik ein. Einerseits durch eine wie auch immer geartete Ökologisierung des Hafens und andererseits durch den überstürzten Ausbau des Radverkehrs auf Kosten automobiler Beweglichkeit. Sinnvoller wäre ein Ausbau vorhandener Radwege gewesen. Besonders enttäuschend ist aber das, was diese rot-grüne Koalition im Bereich der Bildungspolitik plant oder genauer gesagt unterlässt. Von einer dringend notwendigen Qualitätsoffensive fehlt jede Spur. Die einzig erkennbaren Veränderungen sind der Versuch, die wegen Unterausstattung an den Stadtteilschulen gescheiterte Inklusion nun auch noch in die Gymnasien zu tragen und die minimale Verbesserung des Kita-Betreuungsschlüssels um ein Jahr vorzuziehen. Das Klein-Klein statt Vision, das ist Provinz statt Weltmetropole, das ist Ideologie statt Fortschritt, das reicht bei weitem nicht aus, meine Damen und Herren. Stattdessen schaffen Sie etwas, was diese Stadt nun gar nicht braucht. Hamburg wird in Zukunft noch teurer verwaltet. Statt Zukunftsvision gibt es also eine zusätzliche Behörde. Liebe Kollegen von SPD und Grünen, das Fatale daran ist das Signal, das Sie damit in die Stadt hineinsetzen. Universitäten, Kultureinrichtungen, soziale Projekte in den Stadtteilen, Sie alle können darlegen, dass Sie dringend mehr Geld benötigen. Sie müssen sich aber mit faktischen Kürzungen oder Nullrunden zufrieden geben, während sich der Senat eine zusätzliche Behörde gönnt. Mit allem Drum und Dran. Senator, Staatsrat, Präsidialabteilung und so weiter. Das kostet Millionen. Und dabei wurde der Senat schon Anfang der letzten Legislaturperiode vergrößert und war damit mehr als üppig besetzt. Zum Vergleich, das doppelt so große Berlin kommt mit 8 Senatoren aus. Das bevölkerungsstärkere Flächenland Schleswig-Holstein mit nur 7 Ministern. Sind beides SPD-geführte Regierungen, Herr Dressel, aber wenn Sie meinen, dass die nicht gut geführt werden, dann nehmen wir das hier auch gerne zur Kenntnis. Warum es in Hamburg ganze 11 Senatoren sein müssen, wie wir sehen, passen die ja nicht mal alle auf der Senatsbank. Herr Horch muss auf einem Extrasessel Platz nehmen. Warum das so ist, das kann wohl nur die Koalitionsarithmetik erklären. Denn ohne einen dritten Senatorenposten für die Grünen hätten die einem Koalitionsvertrag, der durch und durch die SPD-Handschrift trägt, vermutlich gar nicht zugestimmt. Gutes Regieren bedeutet für Rot-Grün also zuallererst Geld für den Wasserkopf auszugeben. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen, Herr Bürgermeister, gut zugehört. Ich habe versucht, eine Zukunftsvorstellung, ein Bild, ein gemeinsames Projekt von Rot-Grün zu finden. Gelungen ist es mir nicht. Natürlich gibt es mit Olympia ein Zukunftsprojekt, doch ganz anders, als Sie es immer wieder darstellen, Herr Bürgermeister, ist das doch kein Projekt des Senats, sondern eine von der Stadt getragene Initiative. Wir als Freie Demokraten waren es, die vor einem Jahr noch von Ihnen zu unserer Pro-Olympia-Idee zu hören bekamen, das sei völlig voreilig. Ich hätte nun von einem neuen Senat erwartet, dass er mutig genug wäre, dass er abseits von Olympia seine Vision einer Metropole der Zukunft entwirft und dass er dafür die politischen Weichen stellt.
Doch Fehlanzeige, meine Damen und Herren, Rot-Grün präsentiert uns stattdessen die visionsfreie und Hansestadt Hamburg. Und das will ich Ihnen auch gerne belegen. Als Handels- und Logistikmetropole ist Hamburg auf eine leistungsfähige Infrastruktur und auf fließenden Verkehr dringend angewiesen. An erster Stelle steht hier weiterhin die Fahrrinnenanpassung der Unterelbe. Denn nur mit der Anpassung wird es dem Hamburger Hafen gelingen, im Wettbewerb mit anderen Häfen in Nordeuropa mitzuhalten. Als die CLCS Globe, das war damals das weltgrößte Containerschiff, im Januar bei uns in Hamburg war, konnte es den Hafen nur mit größeren Schwierigkeiten erreichen. Schiffe dieser Größenordnung aber werden in Zukunft die Schifffahrt beherrschen. Sie haben neben ökonomischen auch ökologische Vorteile, weil sie eben mehr Container mit weniger Treibstoff transportieren können. Und deshalb brauchen wir die Fahrrinnenanpassung. Die Elbe muss an einigen wenigen Stellen tiefer werden, vor allen Dingen muss sie aber verbreitert werden, damit Begegnungskorridore für zwei Schiffe geschaffen werden. Davon lesen wir im Koalitionsvertrag allerdings wenig. Obwohl, meine Damen und Herren, das stimmt nicht ganz, eigentlich lesen wir dazu doch etwas, nämlich, dass die Koalitionsparteien sich ausdrücklich nicht einig in dieser für Hamburg zentralen Frage sind. Das, meine Damen und Herren, ist kein gutes Zeichen für die zügige Umsetzung eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte in unserer Stadt. Die Fahrrinnenanpassung alleine wird aber nicht ausreichen, um das Herz der Hamburger Wirtschaft kräftig am Schlagen zu halten. Auch der Sanierungsstau im Hafen von über 300 Millionen Euro, der muss endlich abgebaut werden. Wir haben vorgeschlagen, dass ein weiterer Teil des städtischen Hafenunternehmens Hala privatisiert wird, sodass diese Investitionen finanziert werden können. Und warum beteiligen wir nicht private Investoren als stille Teilhaber an den neuen Hafenprojekten? Das wären attraktive Anlagemöglichkeiten, erst recht in Zeiten von niedrigen Zinsen. Und es ließen sich sicher seriöse Partner finden, wenn man denn will. Meine Damen und Herren, gute Verkehrspolitik hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Verkehr fließt. In Hamburg aber wird er durch künstliche Stauerzeugungsprogramme oftmals lahmgelegt. Mit den geplanten Pilotanwendungen der intelligenten Verkehrsstrategie kann nur ein erster Schritt getan werden. Niemand wird ernsthaft bestreiten wollen, dass der Telematik im Bereich der Steuerung der Verkehrsströme die Zukunft gehört. Bis dato allerdings nicht in Hamburg. Es war und es bleibt richtig, das teure und unsinnige Busbeschleunigungsprogramm gehört gestoppt. Einzelne Kompromisse, wie zum Beispiel auf der Uhlenhorst, die ändern daran nichts. Als Metropole, die wir sind und sein wollen, brauchen wir eine ideologiefreie Verkehrspolitik, die alle Verkehrsträger, das Auto, den ÖPNV, Radfahrer und Fußgänger miteinander verzahnen will und so größtmögliche Mobilität für alle zu ermöglichen. Eine Privilegierung einzelner Verkehrsträger, so wie Sie es jetzt vorhaben, steht diesem Ziel allerdings im Wege und wird dem Verkehrsfluss in dieser Stadt eher schaden als ihn verbessern, meine Damen und Herren. Der Koalitionsvertrag verspricht mit vollmündigen Ankündigungen, sich verstärkt der Gründerszene anzunehmen. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Wir sollten nicht akzeptieren, dass wir in Hamburg in einer anderen großen deutschen Stadt in unserer Gründerszene hinterherhinken. Die unternehmerische Grundlage für eine Start-up-Stärkung in Hamburg ist ja auch überhaupt nicht schlecht. Wir haben Google und Facebook hier. Wir haben eine kreative Medien- und Werbeszene und stark sind wir auch im Bereich der Games, also der Entwicklung von Computerspielen. Für eine noch stärkere, kreativere Gründerszene müssen sich die vorhandenen Technologiezentren, Universitäten und Forschungseinrichtungen mit möglichen Kapitalgebern besser vernetzen. Junge Gründer und Startups brauchen vor allem Flächen, die sie günstig mieten und die mit den Unternehmen wachsen können. Dann werden wir den Wettbewerb mit Berlin um die Gründer- und Start-up-Stadt Nummer 1 gewinnen. Diesen Ehrgeiz haben wir, aber bis auf ein paar recht unkonkrete Absichtserklärungen hat ihn Rot-Grün offenbar nicht, meine Damen und Herren. Die Menschen in Hamburg sollen ihre individuellen Chancen im Leben nutzen können. Dazu brauchen sie beste Bildung. Nichts hilft jungen Menschen mehr, um auf ihren eigenen Beinen zu stehen und glücklich zu werden als Bildung. Und deshalb wollen wir, dass jedes einzelne Kind mit seinen Stärken und Schwächen gefördert wird. Es darf keinen Unterschied machen, in welchem Stadtteil es aufwächst, wer seine Eltern sind und welche Schule es besucht. Und dafür müssen wir in die Qualität von Bildung investieren. Doch da ist Hamburg seit Jahren mit der sozialdemokratischen Bildungspolitik auf dem Holzweg.
Und der wird laut Koalitionsvertrag auch von den Grünen nirgendwo korrigiert. Im Gegenteil, die Probleme werden vergrößert. Voreilig wurden Eltern die Gebühren für die fünfstündige Kita-Betreuung erlassen, nur um dann zu verkünden, dass für dringend benötigte Erzieher kein Geld mehr da ist. Die Inklusion wurde überhastet eingeführt, allerdings ohne die Pädagogen, die es an den Schulen braucht. Die Studiengebühren würden abgeschafft, bezahlen tun es nun die Universitäten, die von Jahr zu Jahr mit weniger Geld auskommen müssen. Unsere Gymnasien sind nicht so gut, wie sie sein könnten. Im Leistungsvergleich mit anderen Bundesländern, vor allem mit denen im Süden, werden unsere Gymnasiasten mit ihren Leistungen immer weit abgehängt. Mehr Niveau im Abitur und klarere Leistungsanforderungen, das brauchen unsere Gymnasien. Stattdessen aber sollen sich die Gymnasien nun nach dem Willen der Grünen auch noch mit dem Thema Inklusion auseinandersetzen. Die Inklusion an den Stadtteilschulen ist bereits so gut wie gescheitert, weil sie nicht annähernd ausreichend ausgestattet ist. Und anstatt nun endlich nachzubessern und den Stadtteilschulen wieder Luft zum Atmen zu geben, werden die Probleme nun auch noch an die Gymnasien übertragen. Meine Damen und Herren, das ist töricht und völlig unverständlich. Hier wird von Rot-Grün falsch verstandene politische Korrektheit zulasten von Schülern, Lehrern und Eltern zelebriert. Für eine gelungene Umsetzung der Inklusion braucht es die entsprechende Zahl an Lehrern, Pädagogen und Therapeuten. Und das hat Rot-Grün möglicherweise in der Theorie auch verstanden, handelt aber nicht danach. Wie sonst ist es zu erklären, dass sich unsere neue Regierung im Koalitionsvertrag dafür rühmt, in den nächsten fünf Jahren 120 neue Vollzeitstellen für die Inklusion zu schaffen, während wir im Newsletter der Schulbehörde lesen konnten, dass es nur 60 zusätzliche Stellen sind, also 12 pro Jahr. Das wird niemals ausreichen. Wir fordern Rot-Grün eindringlich auf, endlich die Einzelfallprüfung für jedes Kind mit Förderbedarf wieder einzuführen und für eine entsprechende Ausstattung mit den notwendigen Ressourcen zu sorgen. Nur dann kann Inklusion gelingen, denn nur dann kann Unterricht sowohl den Kindern mit Förderbedarf und Behinderung als auch den anderen Kindern gerecht werden. Die Kitas in Hamburg sind auf Masse, aber nicht konsequent auf Qualität ausgerichtet. Wir wollen uns nicht damit zufrieden geben, dass Eltern jetzt nicht mehr für die fünfstündige Betreuung bezahlen müssen. Mehr als 6 Kinder unter 3 Jahren werden von einer Erzieherin betreut. Das ist schlechter als in jedem anderen westlichen Bundesland. Wir wollen, dass Kitas echte Bildungseinrichtungen werden, damit dort erfolgreich die Grundlagen für den späteren Lernerfolg gelegt werden können. Die minimale Anpassung des Betreuungsschlüssels, den die SPD kurz vor Ende der Legislaturperiode angekündigt hatte, hat niemand als Erfolg angenommen. Diese Mini-Verbesserung nun ein Jahr vorzuziehen, wird auch Rot-Grün nicht als den großen Wurf darstellen können. Viel zu langsam. Da ist eine Kritik, die wir geäußert haben, auch mal recht. Das solltet ihr vielleicht mal hören, was die Opposition sagt. Das ist ein Unterschied. Erst für Mitte des nächsten Jahrzehnts, und dann werden wir erst flächendeckend diesen Betreuungsschlüssel haben, den die Bertelsmann Stiftung ja auch empfiehlt. Das bedeutet doch nichts anderes, als dass noch weitere Kita-Generationen mit der absolut unzureichenden Qualität leben müssen, Herr Dressel. Beim Umgang mit den Hochschulen legt der Senat die Axt an eine der wichtigen Lebensbäume dieser Stadt. Ohne die Innovationskraft der Hochschulen wird der Wirtschaftsstandort Hamburg veröden. Hamburg braucht starke Hochschulen, um eine starke Metropole der Zukunft sein zu können. Die 30 BAföG-Millionen gehören in die Hochschulen, der Senat aber lässt sie im Haushalt versickern. Und mit dieser Kritik waren wir bis zum Wahltag auch nicht alleine. Die grüne Landesvorsitzende und heutige Wissenschaftssenatorin Fegebank und auch die frühere wissenschaftspolitische Sprecherin der Grünen, Gümbel, heute tätig als Staatsrätin in der Wissenschaftsbehörde, die teilten diese Kritik. Am 16. Dezember 2014 ließ sich Eva Gümbel in einer Pressemeldung so zitieren: Die Wissenschaftspolitik der SPD ist desaströs. Die vom Bund übernommenen BAföG-Zahlungen in Höhe von 29,27 Millionen Euro jährlich versickern im allgemeinen Haushalt. Wir fordern, diese zur Erhöhung der Grundfinanzierung zu verwenden. Auf diese Weise kann der Schrumpfkurs gestoppt werden. Zitat Ende. Auch die heutige Wissenschaftssenatorin Fegebank hatte noch vor wenigen Wochen eine klare Haltung dazu. Bei der Präsentation der Wahlkampagne der Grünen im November 2014 hieß es, die 30 Millionen Euro BAföG-Mittel sollen in den Hochschuletat fließen und nicht im allgemeinen Haushalt versickern.
Heute allerdings lassen Sie sich für eine Regierungsbeteiligung mit ein paar Brosamen abspeisen. Frau Senatorin, die SPD-Wissenschaftspolitik ist desaströs. Noch schlimmer aber ist, dass die Grünen ihre damals wie heute absolut berechtigte Kritik einfach verdrängen. Damit die notwendige Bildungsoffensive und die Investitionen in unsere Infrastruktur bezahlt werden können, muss Hamburg Vorbild für finanzpolitische Solidität sein. Und da möchte ich noch mal an die Debatte erinnern, die wir zu den Haushaltsberatungen im Dezember und kurz vor dem Wahltermin hier geführt haben und die sich keinesfalls erledigt hat. Der Überschuss, den die Stadt im letzten Jahr zu verzeichnen hatte, ist definitiv kein Grund zu jubeln. Ganz im Gegenteil. Bei Mehreinnahmen von 1,1 Milliarden Euro wegen brummender Konjunktur, niedriger Zinsen, Unterstützung durch den Bund und geringere Zahlungen in den Länderfinanzausgleich wurde die Nettokreditaufnahme nur um 300 Millionen Euro reduziert. Bis heute sind Bürgermeister und Finanzsenator, Parlament und Öffentlichkeit die Frage schuldig, die mehrfach gestellt wurde: Was ist mit der Differenz von 800 Millionen Euro zwischen Mehreinnahmen und Reduzierung der Kreditaufnahme passiert? Mit unserem Stresstest haben wir außerdem vorgerechnet, dass bei einer nur leichten Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage die Einhaltung der Schuldenbremse kaum noch zu schaffen sein wird. Herr Bürgermeister, Sie begehen damit Verfassungsbruch mit Ansage. Und jetzt wollen Sie uns auch noch weismachen, dass die 100 Millionen Euro, die wegen niedriger Zinsen gespart werden, für zusätzliche Ausgaben bereitstünden. Das ist angesichts der hohen Risiken im Haushalt und den bereits getätigten Mehrausgaben ein riesiger Irrtum. Wo, Herr Bürgermeister, ist heute noch die Rede von Pay as you go? Es war ein zentrales Schlagwort der SPD-Wahlkampagne von 2011 und in den ersten Monaten Ihrer ersten Amtszeit auch noch ein sehr häufig bemühtes. Heute ist davon nichts mehr zu hören. Und noch schlimmer vom dahinterliegenden Konzept, wonach Mehrausgaben an einer Stelle durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen werden müssen, ist in Ihrer Politik nichts mehr übrig. Hamburg braucht eine Politik, die rechnen kann. Dafür steht die FDP und deshalb werden wir Ihnen auch in der Haushaltspolitik weiterhin ganz genau auf die Finger schauen, meine Damen und Herren. Auf ein Thema möchte ich noch ganz kurz eingehen. Auch in diesem Jahr wird sich das traurige Schicksal vieler tausend neuer Flüchtlinge wiederholen. Ihre Zahl wird vermutlich die Vorjahreszahlen übersteigen. Sie sind aus ihren Heimatländern vor Krieg und Terror geflohen und suchen in Hamburg Schutz und die Möglichkeit, mit ihren Familien in Frieden und Sicherheit zu leben. Sie unterzubringen, zu betreuen und sie zu integrieren, ist eine große Herausforderung, die wir als Stadt alle gemeinsam zu schultern haben. Auf die Unterstützung aus der FDP-Fraktion können Sie sich dabei verlassen. Ich hoffe aber und wünsche mir, dass Rot-Grün in den kommenden Monaten und Jahren umsichtiger agiert, als es die SPD seit 2011 alleine getan hat. Eben mit mehr Bürgerbeteiligung, mit besserer Vernetzung der großen Hilfsbereitschaft der Hamburger und klareren Rechtsgrundlagen. Meine Damen und Herren, nun werden sich einige aus dem rot-grünen Regierungslager dafür rühmen, manche werden sich auch schlichtweg wundern, dass einige Reaktionen auf den Koalitionsvertrag, gerade auch aus der Wirtschaft, verhalten positiv waren. Mich wundert das nicht, weil viele von Rot-Grün eben noch viel Schlimmeres erwartet hätten. Jetzt stellen Sie fest, Olaf Scholz hält weitgehend an seinem Kurs der letzten 4 Jahre fest. Aber, meine Damen und Herren, das ist doch alles andere als eine gute Nachricht. Nur weil es möglicherweise nicht so schlimm kommt wie befürchtet, ist es doch noch lange nicht gut. Eine visionsfreie und Hansestadt Hamburg, eine Stadt, die mit Öko-Einsprengseln mittelmäßig verwaltet wird, die hat keine gute Zukunft, meine Damen und Herren. Zwar konnten sich die Grünen bei Stadtbahn, bei Citymaut, bei Umweltzone, bei Elbvertiefung und Olympia nicht durchsetzen. Und das ist gut so. Aber unser Anspruch muss doch ein ganz anderer sein. Wir können uns doch nicht damit zufrieden geben, dass unser Hamburg weiter ohne Mobilitätskonzept der Zukunft, ohne Vision von einer besseren Bildung und ohne solides Finanzkonzept mehr schlecht als recht verwaltet wird. Ich erwarte von einer Regierung, dass sie den Bürgerinnen und Bürgern sagt, wie die für Hamburg wirklich wichtigen Herausforderungen angepackt werden sollen.
Hamburg bleibt mit diesem rot-grünen Senat hinter seinen Möglichkeiten zurück. Das wird die Zukunft unserer Stadt, den Wohlstand unserer Stadt und der Menschen, die hier leben, perspektivisch gefährden. Rot-grün macht aus Hamburg eine provinziellere Stadt. Rot-grün bastelt sich die visionsfreie und Hansestadt Hamburg. Und das hat unsere großartige Stadt nicht verdient, meine Damen und Herren. Vielen Dank.